Moin Moin Freunde von Soulspawn und Co. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit Dark Souls an dieser Stelle und der Möglichkeit, wie ihr ganz schnell zu einem OP-Schwert kommen könnt. Also für Freunde von Schwertern eine ganz tolle Sache. Das Schöne ist, wenn ihr die Charakterklasse des Kriegers nehmt, braucht ihr auch nur 3 Punkte auf Stärke zu setzen und könnt es nutzen. Feuerbomben habe ich mir gegeben, damit ich das hier ein bisschen verkürzen kann. Das alte Prozedere. Flask nehmen, Schlüssel nehmen und auf geht's. Ein ganz einfacher Weg, ich zeige euch auch, wie ihr die Seelen, liegen sogar auch auf dem Weg quasi, bekommt dafür. Flitzt ihr einfach hier lang. Hier durch. Hier hoch. Vergesst die Seele nicht da hinten. Springt hier rüber. Nehmt euch noch die Heimkehrknochen, um aus der Bedrohung dann gut rauszukommen. Lauft hier lang. Nehmt euch noch diese Seele mit. Flitzt blitzschnell hier hin. Nehmt das Schwert und bewegt euch schnell hier raus. Lauft ein bisschen zickzack. Hier hinter. Dann kommt ihr rechtzeitig raus aus der Nummer. Oder ihr verpulvert die Seelen vorher. Denn es ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr sterbt. Zerknipst die Seelen. So, da sind sie. Stellt dieses fantastische Zweihänderschwert ein. Levelt auf. Stärke 16. Das reicht schon. Nehmt es in beide Hände und ihr seid die Powermacht. Coole Range. Fetter Überkopfschlag. Ja, das war's eigentlich schon. Bye bye und auf Wiedersehen.